Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Inselleben. Und wir sind im Moment noch im Urlaub mit unserer lieben Maya. Und zwar wollen wir mit ihr Dschungelforscherin werden, also zumindest das Bestreben abschließen. Und mal gucken, wie lange das dauern wird. Wir machen uns, denke ich mal, keinen Stress. Und ja. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen duschen. Und dann können wir noch was essen. Und dann, denke ich mal, können wir uns noch mal vielleicht auf den Weg machen. Aber ich meine, es ist dunkel. Und ich weiß nicht, ob man alles erkennen kann dann. Wobei, die Steine kannst du auch später ausbuddeln. Also angraben. Jetzt erstmal was zu essen machen. Aber was ist denn das hier eigentlich? Ach, der Kronleuchter. Okay. kokett bist du auch noch von dieser Liebesquelle? Ah, weil in der Nähe eines malerischen Wasserfalls ist. Gut, das... Nee, da drüben ist keiner. Nun gut. Was hast du denn eigentlich für eine Fähigkeitsstufe in Kochen? 1. Wow. Ja, dann wird das Essen bestimmt ganz toll werden. Gehaltserhöhung. Er verdient jetzt 10 Simoleons pro Stunde mehr. Ich hoffe, dass die zu Hause auf sich aufpassen und dass wir nicht, wenn wir nach Hause kommen, das Baby dann gleich wieder abgenommen bekommen. Und wir haben ja auch mit Maya jemanden kennengelernt, und zwar der Santino. Die Frage ist, ob sie sich wirklich mit ihm dann... Also sie sind zumindest schon mal sehr gute Freunde und ja... Der war auch zum Großteil mit dabei bei unserem ersten Ausflug jetzt. Aber dem hat das wohl nicht ganz so gepasst. So, wie sieht denn deine Energie aus? Das war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schlafersatz holen wir uns zweimal am besten. Und vielleicht... noch ein bisschen für die Hygiene. So. Dafür sind die Dinger ja da, ne? So, wir haben eine Avocado. Und sämtlichen anderen Krimskrams. Einen Chaos-Relikt haben wir schon. So, jetzt gucke ich mal. Hier unten ist da wieder was sehr Interessantes. Was ist das? Steinlotus. Mhm. Nee, aber ich werde mir hier jetzt nochmal... ein paar Sachen gönnen. Bitte, bevor jemand anderes noch die Sachen alle wegkäuft. Na, kommst du jetzt? Nein! Victoria, wie siehst du denn eigentlich aus? Nicht mal so schlecht. Hast du irgendwie vom Aussehen her was von Enya? Aber nur so ein bisschen, ne? Ja, kaufst du das auch weg? Wo bist du denn? Was ist das? Traditionelles Erntekorb-Ding. Okay, gehört ihr zusammen? Ja, du sollst das kaufen, Mann! Kauf es weg!
So, eine Machete haben wir leider nicht. Kann man das irgendwo anders bestellen oder so? Ja, dann können wir uns ja hier mal fröhlich vorstellen. Oder freundlich. Bei dem Leonardo Alvarador. Ich finde das irgendwie cool. Also den finde ich cool. Nach Dschungelfragen. Hast du noch irgendwelche Informationen, die wir verwenden könnten? Entschuldigung, wenn da noch das Menü offen ist. So, im Urwald gibt es viele Dinge, die dich vergiften können. Wir haben ein Gegengift entwickelt. Für die Herstellung wird jedoch Knochenstaub benötigt. Ja, aber ich will ja nicht mich vergiften lassen. Nicht einfach abhauen, auch wenn dein Stand leer gekauft ist. Weil mich interessiert nämlich, ob du Single bist. Er ist Single. Nach Karrierefragen ist ja auch immer wichtig. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als zuvor. Okay. Zusammenwachsen durch gute Zeiten. Okay. Lokale Begrüßung können wir ja auch mal machen. Arbeitslos, ja. Ey, lass mich hier nicht stehen, Mann. Die sind vielleicht, also richtig dreist, mich hier einfach sitzen zu lassen. So, müde wären wir, aber das kommt nicht in Frage. Die andere Sache ist halt, hier wohnt ein Geist. Okay, dass ich halt keine Machete habe, aber das sieht doch aus wie ein, warte mal. Hier drüben, oder was, gibt's hier irgendwas zu kaufen? Ich muss doch nicht immer warten, bis da jemand eine Machete dingst, oder? Ja, doof. Handeln brauche ich mit der auch nicht. Oh, warte mal, da drüben ist ein Garten gewesen. Tomatenstrauch? Okay, mehr aber nicht. Ja, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, ne? Was bist du? Avocadobaum. Wir haben ja schon eine Avocado, ne? Ja, das Problem ist, dass ich ohne Machete nicht so viel Dings hätte. Dschungelbungalow. Aber wir könnten da ja trotzdem mal hin. Genieße die Gerüche und Geräusche von Salvador Dorado. Eine Ausrüstung, bevor du in den Dschungel aufbrichst oder entspanne dich, bla bla bla. Ja, das Beste ist ja, warte, was? Und die Kultur kennen, besuche den Marktplatz. Das Blöde ist ja, dass ich jetzt keine Machete gekriegt habe. Naja. Ach, guck mal. Was machst du hier? Willst du dich auch hier umgucken oder was? Hindurchreisen. Wie gut ist das, dass das dann offen bleibt, was wir dann aufgekriegt haben? Avocado.
haben wir ja schon gedingst. So, wo waren wir? Hier waren wir, ne? Aber ich denke mal, wir könnten einfach uns das hier mal aufmachen, zumindest versuchen. Ich weiß, das muss bestimmt wehtun. Ah, da müssen wir jetzt durch, ne? Immerhin sind wir hier durch, ne? Mal gucken, was uns dann hier erwartet als Aufgabe. Maya bahnt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als sie plötzlich auf ein abgelegenes Camp stößt. Leise umsehen. Ich weiß halt nicht. Maya schleicht durch das Camp, es sieht ziemlich verlassen aus. Sie erspäht ein Artefakt, das auf dem Boden liegt, und beschließt es mitzunehmen. Als sie das Camp gerade verlassen will, stürzt ein Sim mit wildem Blick auf sie zu und verfolgt sie eine Weile durch den Dschungel. Ja, und? Er hat uns aber doch nicht so viel getan, oder? Ach, guck mal, wir können hier eine Schatztruhe öffnen. Sie hat ein Artefakt, Abenteuerausrüstung und ein mystisches Relikt herausgenommen und in ihrem Inventar gelegt. Das ist doch cool. So. Und das war jetzt dieser abgelegene Dings oder was? Drei Fallen untersuchen, ja. Das werden wir definitiv auch noch machen. So, ansonsten gibt es hier ja nicht viel zu Dingsen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wo wir als nächstes hin könnten, müssten, dürften, wäre hier. Ich weiß halt nicht, wie gut wir jetzt da so mit unseren Händen halt sind. Weil sie ist halt dadurch noch ein bisschen verletzt durch den letzten Akt halt. Da können wir halt nicht durch und da können wir auch nicht durch. Das heißt, dass wir im Prinzip ja nach Hause gehen dürfen. Weil es macht ja keinen Sinn, hier stundenlang rumzusitzen und dann Däumchen zu drehen. Deswegen würde ich fast sagen, fahren wir jetzt nach Hause. Also zu der Unterkunft. Und hauen uns vielleicht noch ein bisschen aufs Ohr. Vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen was zu essen. Dann hoffe ich, dass es auf dem Markt auch Macheten gibt, ne? So, dann kannst du hier mal ein bisschen aufräumen. Und dann legst du dich einfach mal schlafen. Und dann mal schauen, was uns dann noch so dingst. Also, wie schon gesagt, ich würde mich echt über Macheten freuen. Und die ganzen Lieder von unserer Concerta, die sind eigentlich auch ganz gut, ne? So, Spaß bräuchtest du. Dann zuhören und Musik hören. Das sollte ja eigentlich deinen Spaß ein bisschen nach oben treiben. Und dann werde ich schon mal Ausschau halten nach dem Markt. Hier sind halt auch keine Macheten hier, ne? Mann.
Aber eine schöne Puppe. Puppen. Victoria, Jasmin und Chiara. Splorab, Pollenide, Mokosa, May Boofs Meba. Die sehen ja auch hübsch aus. Escobar. Der Nachname gefällt mir ja auch irgendwie. Kannst du jetzt mal schneller hierhin flitzen? Da hinten kommt sie, glaube ich, angedackelt. Weil ich möchte hier unbedingt die Sachen besorgen. So. Ja, wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Die Puppe. So, was ist das? Steinlotus. Also ich weiß nicht, ob ich die hier unbedingt besorgen möchte. So, hast du jetzt irgendwie noch einen, noch eine Machete? Hat irgendjemand eine Machete? Oh, Forschungszubehör kaufen. Wie konnte ich denn das machen? Wieso kann ich das bei der? Lagerfeuer braten und grillen? Vielleicht ein Taschenzelt wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Liebe kennt keine Grenzen. Katzentoilette brauche ich eigentlich nicht. Futternapf auch nicht. Aber Macheten verkaufst du so nicht, ne? Super. Dann stellen wir uns doch mal. Okay. Moment, was? Vielen Dank für den Einkauf. Ja, kein Problem. Verkaufst du auch noch irgendwas? So, dann fragen wir dich auch mal, ob du Single bist. Ja, ihr könnt ruhig die Puppen kaufen, ne? Ansonsten ist halt nicht viel da. Sie ist auch Single. Nach neuen Warenfragen. So, hast du noch neue Waren? Eine Machete oder so oder zwei? Wenn du nicht das findest, was du möchtest, schau später wieder vorbei. Unser Angebot wechselt ein paar Mal pro Tag. Ja, aber ich möchte jetzt eine Machete haben. Was treibt ihr hier? Gelangweiltes Gespräch? Ja, dann... Also irgendwie... Ach, ich weiß doch auch nicht. Aber ich will halt auch nicht warten, bis dann irgendjemand mal auf die Idee kommt, tatsächlich mal eine Machete anzubieten. Böse, ja. Mit dem wollen wir uns ja auch nicht eigentlich weiter abgeben, ne? Ey, jetzt hör auf, mit ihm zu reden. Dann lass uns doch die Bar mal besuchen. Das ist halt irgendwie blöd. Also, dass ich jetzt nicht auf die Schnelle diese Macheten krieg. Ich weiß auch nicht, ob man die hätte bestellen können. Ich glaube nicht, ne?
Hat hier jemand einen Computer? Nun gut, meine Leute. Ich werde hier einen Cut machen und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.